Was geht ab, meine Sie-Fighter? Osaru hier. Und gestern im Stream hat mich jemand gefragt, ey Osaru, kommt morgen ein neuer Super Saiyan 3 Goku zum Tapion-Event? Und ich meinte, nein, der Super Saiyan 3 Goku aus den Neuigkeiten ist der Agility Super Saiyan 3 Goku. Da hatte ich nicht unrecht, aber, ja GG, es kam trotzdem ein neuer Super Saiyan 3 Goku. Und zwar LR Super Saiyan 3 Goku. Ihr habt es richtig gehört, Leute. LR SSJ 3 Goku ist nun im japanischen Dokkan Battle online. Das ist wirklich spektakulär, dass sie das mit dem Tapion-Event bringen. Mit dem Banner zu Tapion, mit dem Double-Rate-Banner. Und schon außen vorweg, der Banner ist online. Aber der LR Super Saiyan 3 Goku ist nicht gefeatured. Dennoch ist es in dem Sinne spektakulär, da sie das ist wirklich der. Das ist der Super Saiyan 3 Goku aus dem Tapion-Film. Das ist der, der alles gefinisht hat. Und schaut euch mal sein Artwork an. Das ist. Es ist hübsch. Es ist nett und hübsch. Aber wir schauen uns alle Informationen zu ihm an. Vorerst, ganz klar, wir haben auch. Tapion ist auch online, wie gesagt, der neue Tapion. Und mit Tapion ist auch eine geile Sache. Er ist ein Kategorieliter. Wie vermutet von mir, viele haben gesagt Filmcharaktere. Ich habe gesagt eher, wäre auch nice, aber ich denke eher Giant. Also von den Charakteren, die sich transformieren können. Quasi auch die Great Apes und wir Osaurus haben nun unseren Leader. Aber schauen wir uns mal alle Informationen an. Zuerst die Super Attack zu Tapion, beziehungsweise Moment, ich muss zurückspulen. Jetzt. Was ist das für eine geile Transformation? Oh mein Gott, die Animation sah ja mal übertrieben gut aus. Ganz klar, quasi wie Great Apes. Er ist unverwundbar. Aber schaut euch gleich seinen Schaden an, Leute. Ja. GG! 1,5 Millionen. Die Transformation sah wirklich sehr, sehr gut aus. Die sah wirklich sehr hübsch aus. Und die Attack von Goku. Schauen wir die mal an. Let's go. Er ist ein Tech-Type. Wir sehen es. Er ist ein Tech-Type. Ganz klar, super Tech-Type. Ey, der Goku ist auch dabei. Alles klar. Und wir sehen seine 18 Key, ja. 18 plus Key. Maximal Key. Let's go. Dragon Fist. Straight out of nowhere. Oh mein Gott, diese Animation. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 3 Millionen mit so einem schönen Finisher. Mit so einem schönen Finisher. Shoutout an Nordex für die ganzen Leaks, als es rauskam. Nebenbei auch Best of 2017. Wir bekommen in Japan Orbs. Fürs, also sehr viele Orbs. 650S, 320M, 30L. Für jeden Tag Typus. Also Typus des Tages. Und Serverwartung ist im Global. An 2 Tagen. Interessant. Könnt ihr euch gerne angucken, die Zeiten. Aber jetzt schauen wir uns erstmal auf jeden Fall LR Goku an. LR Super Saiyan 3 Goku, wie gesagt, mit der Dragon Fist. Das Artwork ist insane. Es ist so hübsch und nett. Was kann er? Was kann der Dude? Er ist vom Super Tech Type, wie gesagt, er gibt daher die neue LR-Rotation. Super Tech Types Key plus 4 auf jeden Attribut 100%. Extreme Tech Types gibt er Key plus 2 auf jeden Attribut 70%. Super Tech, mit der ersten Super Tech macht er Colossal Damage und hat eine Rare Chance to Stun. Und mit der zweiten Ulti macht er Mega Colossal Damage und verändert die Verteidigung des Gegners stark. Passive, diese Passive ist so spektakulär wie er selbst. Auf die Verteidigung bekommt er am Anfang der Runde, also quasi immer, wenn die Runde anfängt und er dabei ist, 120%. Dann bekommt er auf den Angriff 180%, wenn man die Ultra Super Attack aktiviert, also die 18 plus Key, die zweite Key. Aber während, also das ist so fix, nicht aber, finde ich gut, denn es ist ein Finisher. Wenn du auf den Finisher kommst, bekommst du einen immensen Boost und er macht immens Schaden. Dann, wenn er eine Super Attack startet, also egal ob erste oder zweite Key, davon gehe ich aus, ob ein Super Attack, verringert sich seine Verteidigung um 70%. Alles klar, links geht Super Saiyan Experience Fighters, Kamehameha, Over the Flash, Shattering the Limit, Legendary Power und Limit Breaking Form.
Nicht schlecht, finde ich nicht schlecht. Klar, er hat kein viel Special, aber wir schauen uns gleich an, wie man ihn erwecken können, kann. Und er ist ganz klar in der Super Saiyan 3 Kategorie und somit hat auch die Super Saiyan 3 Kategorie ihren LR. Vielen lieben Dank an Midesackel aus Dokkan Reddit für die Übersetzung. Der Link ist in der Beschreibung, beziehungsweise hier auf Twitter, klar, und auch in der Beschreibung werde ich sie setzen. Dann Hildegard, schauen wir uns mal Hildegard an. Hildegard an sich, Super Agility Typ, ist geil. Viele dachten, oh, jetzt haben Super Agility einen Kategorie-Leader bekommen, der schlecht ist. Nee, Leute. Nee. Da muss ich kurz Nein sagen. Nicht nur wegen wegen der Euphorie, wegen dem Hype, wegen den Osarus, weil sie jetzt Kategorie-Leader haben. Sondern, okay, im Prinzip sind hier nur Transformationscharaktere. Aber dennoch sollte man das auf jeden Fall nicht unterschätzen, denn da gibt es auch gute Charaktere. Klar, überhaupt nicht vergleichbar mit den Charakteren aus den anderen Kategorien, weil da Dokkan-exklusive Charaktere sind und so weiter und so fort. Aber ist ausbaufähig. Ist eine sehr gute Kategorie. Finde ich sehr, sehr gut. Jedenfalls, Hildegard. Beziehungsweise Tapion. Er ist der Leader, wie gesagt, von Giant-Kategorie, gibt den Ki plus 3 auf jeden Attribut 150% und sehr speziell, finde ich sehr gut, ein quasi neuer Typ eines Leader-Skills. Er gibt den Karten, die sich transformieren können, die in irgendeiner Form sich eben transformieren können, Giant gehen können, nochmal eine Chance, es in einem Kampf nochmal zu tun. Wow, geil. Super Attack, die macht immens Damage, verrät den Angriff des Gegners. Passive. Sorry. Jeden Schaden, den er bekommt, jeglichen Schaden verringert um 50%. Er ist quasi ein Tank, schon so, fix, finde ich gut. Das ist immer so, die Damage Reduction. Dann, wenn seine HP 50% oder drunter sind, bekommt er 150% auf den Angriff und 50% auf die Verteidigung. Was? Was? Das ist quasi, davon gehe ich aus, dass es immer fix ist. Das ist nicht einmalig, diese Passive, wenn man unter 50% ist. Was einmalig ist, ist, das steht dann hier dann dran im Prinzip, wenn die HP 50% oder drunter sind, wieder das gleiche, löst sich das Siegel von ihm, die Tapion kennen, und er wird zu Hildegard. Und das ist nur einmalig. Klar, mit dem Niederskill zweimal quasi. Insane. Quasi am Nahtod wird gekämpft. Und das finde ich wirklich geil. Die Karte ist geil. Ich hätte Etappe wirklich sehr gern. Schauen wir mal, was da abgeht. Linkskill, Heroes, Brainiacs, Experience Fighters, Rival Duo, Revival, Fierce Battle. Er hat ein Dokkan-Event. Er hat Fierce Battle, Leute. Transform. Und er ist in der Kategorie Resurrected Warriors. Ganz cool, die von Freezer. Und Giants, seine eigene Kategorie. Und hier auch lieben Dank an Mirsakel aus Dokkan Reddit. Okay. Super Saiyan 3 Angel Goku, Angel sage ich, sorry. Aber gut, dass ich mich versprochen habe. Das ist kein Angel Goku. Heißt, ihr könnt Angel Goku und ihn in einem Team haben. Das ist Super Saiyan 3 aus dem Tapion-Film. Und dies wiederum heißt, ihr könnt beispielsweise Angel Goku als Leader nehmen und ihn hier in sein Team. Insane. Oder in Super Saiyan 3 Team, ganz klar. Gut, schauen wir uns mal an, lieben Dank an Nordex für die ganzen Leaks. Was man so quasi braucht. Es sind wirklich viele neue Charaktere da, die werden wir in einem anderen Video besprechen. Dann ist es ein Story-Event online, ein Dokkan-Event zu Tapion. Das werden wir dann im morgigen Video besprechen, alle Informationen dazu, was ihr da beachten könnt, was ihr da machen könnt. Aber, das ist es gibt zwei Tapion, Leute, aus dem Banner. Ganz kurz, kann ich euch das Banner kurz zeigen. Am besten, so sieht der Banner aus. Ist quasi ein Double-Rate-Banner, Dragon-Festival-Banner. Beide sind also quasi in den neuen Karten dabei, Tapion und so weiter und so fort. Und in dem Banner ist auch LR Goku. Natürlich nicht gefeatured. Schauen wir uns gleich an, wie er aussieht. Gut. Tapion, Super AGL, er droppt so SSR aus seinem Banner. Das ist der Tapion, der in Hildegard sich transformiert. Und dann gibt es noch ein SSR-Tapion, der sich nicht transformiert, aber er hat auch ein Awakening. Für den obigen und einen Trunks, Moment, wir dürfen nicht vergessen, das ist aus dem Story-Event farmbar. Gut. Der obige AGL, Agility-Tapion, braucht 77 Medaillen aus seinem Dokkan-Event, um sich zu erwecken zum Dokkan. Ich wollte gerade transformieren sagen. Um ein Dokkan Awakening zu vollziehen zum Hildegard Tapion, beziehungsweise sein Dokkan Awakening. Der Tech Tapion braucht 35 Medaillen aus dem Event. Alles klar. Beide sind aber aus dem Banner, nicht verwechseln. Und der Trunks hier braucht aus dem Story Event quasi die zwei Medaillen. Es gibt auf Stage 1 des Dokkan Events von Tapion, droppt ein physisch Tapion und somit hat dieser Tapion alle Tapions, nicht Tapion in Klammer Hildegard, sondern alle Tapions haben dann quasi eine farmbare Essay durch den physisch Tapion. Warum kam ich darauf? Der sieht im Prinzip so aus. Droppt aus Stage 1 des Dokkan-Events und diese Medaillen droppen aus dem Story-Event. Obacht, achte darauf. Dann der Goku.
Das ist dieser Goku und viele von euch kennen ihn wahrscheinlich, denn er ist aus dem, eigentlich aus der Vegeta Stage, er ist schon wirklich sehr, sehr lange in-game, in den Daten vom Strength Type in bei der Vegeta Stage. Aber dieser hier droppt so, wenn er ihn, wenn der hier droppt, Leute, aus dem Banner, dann ist es der LR, Super Saiyan 3 Goku. Er droppt so aus dem Banner, heißt, er hat auch eine farmbare Esse aus dem Epic Showdown Event. Ah, stopp, will ich, nein. Also er hat schon eine, ja, aber die Rates sind gering, weil er hier ist ein SSR und der aus dem Epic Showdown ist SR. Okay. Obacht, Leute, achtet da drauf. Gut, dass ich mal wieder so versprochen habe quasi. Aber jeder andere Goku geht ganz klar in ihn rein. Ich überlege gerade, ob es einen farmbaren Goku gibt aus irgendeiner Stage. Lass mich da mal kurz nachgucken und dann liefere ich auch diese Information, bevor wir weitermachen. Nee, also sie sah nicht so gut aus. Es gibt quasi farmere Gokus, aber diesen R-Status. Heißt, wenn man sie auf SR bringt, geben sie nicht 50%, sondern weniger. Aber wenn euch einer anfällt, dann könnt ihr es gerne in den Kommentaren wissen lassen. Gut, den erweckt man dann zum Goku, Chancellor Ultra Rare, und dieser wird dann zum LR. Und dazu brauchen wir wirklich, Gott sei Dank, nicht so viele Medaillen. Beziehungsweise sehr, der Aufwand ist gering. Sehr gering. Quasi von den Sammler-LR, glaube ich, der geringste, wenn ich das so spontan sagen darf. Denn das sind die Medaillen aus dem Epic Showdown-Event, das ist immer online, man kann sie immer holen. Easy. Fürs erste Awakening. Fürs zweite braucht man, muss man dreimal die Stage des Dokkan-Event auf Super machen, beziehungsweise braucht man 21 Medaillen vom neuen Dokkan-Event von Tapion und 21 vom Angel Goku-Event, alles klar, nice. Und 7 Stück von dem Dokkan-Event von dreifachen Goku. Okay, aber das ist wirklich easy. Okay, Leute, das wäre quasi alle Informationen, alle ersten Informationen zum LR Super Saiyan 3 Goku und zu Tapion. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir ganz einen Like. Schaut auf meine Social Media Kanäle vorbei. Wenn ihr neu hier seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da, Leute. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.